Hey Leute, was geht ab? Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte mal ein neues Format mit euch nutzen, und zwar Marc Monetti und Cappuccino. Und in diesem Format möchte ich einfach mal mit euch ein bisschen mehr darüber reden, was denn so aktuell alles ansteht. Und zwar einfach, dass ich mit euch so ein bisschen quatsche über folgende Themen: aktuelle Sachen, Sachen, die ich gerade im Kopf habe, Sachen, die rund ums Auto sind, Sachen, die mich bewegen, aber auch ganz viele Sachen, die mit euch interaktiv zu tun haben. Und zwar kriege ich gerade sehr viele Kommentare bei YouTube, bei Facebook. Und da weiß ich nicht, ob ich zu jedem einzelnen Video machen soll. Und ich dachte einfach, ich schnappe mir hier mein Handy, gehe mal ein bisschen eure Kommentare durch, erzähle ein bisschen drüber und gebe euch so ein bisschen das, ja, den Kontakt eins zu eins mit mir, auch wenn ihr mich hier auf dem Handy Fragen fragt, dass ich die mal mit euch so irgendwie verbinde. Und das Ganze halt kombiniert in chilliger Atmosphäre mit einem Kaffee. Also macht euch einen Kaffee, zieht euch das neue Intro rein und dann sehen wir uns gleich. In den letzten Tagen habe ich sehr viele Kommentare und Fragen von euch bekommen, wie ich meinen Auspuffsetup bei einem N53 B30 oder B25 machen würde. Richtig gehört, B25 gibt es auch. Und da wurde ich immer wieder gefragt, welches Setup würde ich fahren, was würde ich machen, wie halte ich was von Supersprint, Mittelschalldämpfern oder Ersatzrohren und was kann man machen, um dann guten Klang zu erzeugen. N53 ist ein bisschen kompliziert, der Aufbau ist ja wie folgt: Katalysator, Nox-Cut, Mittelschalldämpfer, ein kleinerer, aber trotzdem einer da, Endschalldämpfer. Diese drei Komponenten sind halt im Prinzip ab Motor vorhanden und der meiste Sound geht drauf beim Cut und vor allem beim Nox-Cut. Der Mittelschalldämpfer beim N53 ist relativ klein im Vergleich zum N52. Ist natürlich die Frage ist, wollt ihr das Ganze legal machen oder wollt ihr das irgendwie tunen oder Hauptsache laut, weil ich persönlich bin der Meinung, es gibt verschiedene Varianten, ob laut oder schöner und laut. Oder es muss auch, das Ganze muss halt gut klingen. Ich habe keinen Bock auf ein nur lautes Auto, sondern die ganze Kombination muss halt auch sehr BMW-mäßig klingen. Und da gibt es verschiedene Varianten, wie man das hinbekommt. Da ich selber kein N53 habe, aber schon einige gehört habe in Live mit verschiedenen Umbauten, ist es so, Mittelschalldämpfer Umbau bringt was, aber nicht so viel. Das Ganze ist natürlich dann in diesem Fall auch gleich illegal. Man kann natürlich auch den Endschalldämpfer umbauen. Da ist immer die Empfehlung, wenn ihr das umbaut, zu komplett straight, immer wieder die Wolle reinzumachen. Sonst wird der Sound richtig kacke. Kann ich euch nicht empfehlen, wenn Wolle rein. Egal ob Mittelschalldämpfer, Endschalldämpfer, immer wieder rein mit der Wolle. Jo, dann, wenn ihr, sage ich mal, illegal unterwegs sein wolltet und habt Angst, den Nox-Cut rauszuschmeißen, was natürlich auch verständlich ist. Das Ding ist erstens schweineteuer, wenn man den zerstört. Man kann natürlich ausbauen, Rohr rein und ersetzen. Das Problem ist aber dadurch, dass der Sound sehr laut wird, aber auch recht blechern. Da fehlt halt in dem Bereich der Resonanzkörper, der ein bisschen auch den Sound, sag ich mal, hält, generiert und ein Soundbild erstellt in dem Sinne oder herstellt. Und da fehlt es ein bisschen. Würde ich nicht unbedingt so machen. Nox-Cut drin lassen, Mittelschalldämpfer kann man ersetzen, Performance-Engine-Dämpfer wisst ihr alle, schwer zu ranzukommen. Leider sind die ja komplett vom Markt weg. Es gibt natürlich auch andere Hersteller, wie zum Beispiel Supersprint, Fox, glaube ich, Friedrich Motorsport, Remus, Bastuk und so weiter. Aber das ist so relativ viel Geld für nicht ganz so viel Benefit, weil tatsächlich der Performance eigentlich das Beste und lauteste war, was du dir für Geld kaufen konntest. Nur ist das Problem, beim N53 war er sowieso nie so krass wie beim N52. Das heißt, man muss ein bisschen andere Wege gehen. Wenn ich jetzt meinen Auspuff ändern und anpassen müsste beim N53, hätte ich Folgendes gemacht. Ich würde mir einen 200er Zellen HJS Cut besorgen, beziehungsweise zwei, und die einbauen. Es gibt auch ein System von Supersprint, das ist aber so gebaut, dass du erst die Fächerkörper und dann danach die Metallcuts hast. Das ist natürlich eine Fummelarbeit. Der ganze Scheiß ist natürlich ein Riesenaufriss. Das heißt, Krümmer muss ab, um dann die HJS-Cuts einzubauen. Ist halt schon ein deutlich höherer Aufwand. Trotzdem ist es im Großen und Ganzen so, dass du mit dem Setup dann legal unterwegs sein kannst. Das ist natürlich gut.
Da der Nox-Cut sehr viel von dem Sound klaut, hast du dann die Möglichkeit, mehr von der Motorklangart, von der Motorcharakteristik in den Abgas- oder in den Auspuffsound mit reinzuholen. Das wäre eine Variante, die ich gemacht hätte. Wenn dann aber immer noch die Option offen ist, das reicht nicht, ich brauche mehr, ich brauche mehr, wie so ein Sound-Junkie. Soll es ja geben. Naja, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, könnt ihr immer noch nachträglich den Mittelschalldämpfer rausschmeißen oder den Endschalldämpfer bearbeiten. Wenn ihr den Endschalldämpfer bearbeiten wollt, dann ist eine gute Empfehlung, kauft euch einen zweiten dazu bei Kleinanzeigen oder sowas, die kosten um die 100, 130 Euro. Dann habt ihr eine Reserve, den ihr auch, wenn ihr sagt, das war nichts oder das war ein Schuss in den Ofen, das Bearbeiten fällt mir nicht oder irgendwie müsst ihr mal zurückbauen oder sowas, da hat man einen im Petto, da kann man einfach mal drauf zugreifen. Beim N53 ist es tatsächlich auch so, dass man den halt mit der Flansch verbinden kann und nicht ausschließlich schweißen, was natürlich auch ganz nett ist für das Wechseln als an sich. Ich hoffe, es hat ein bisschen Klarheit euch reingebracht, dass ihr mal ein bisschen mehr versteht, wo kann man mit der Soundreise hingehen. Ansonsten geht es jetzt zum nächsten Thema mal über Hydrostöße. Hydrostöße, auch sehr interessantes Thema für sehr viele Leute. Und da habe ich auch noch ein bisschen was zu erzählen. Einige von euch haben mich angeschrieben, jo, Marc, ich habe Probleme mit meinen Hydrostößeln, was kann ich dagegen machen? Es ist irgendwie sehr nervig, es ist ein dauerhaft präsentes Geräusch und ich kriege das irgendwie nicht weg. Und da bin ich ganz ehrlich zu euch, ich habe es selber noch nie gehabt, egal wie viel Kurzstrecke ich gefahren bin, egal wie lange ich mein Öl mal nicht warm gefahren habe oder egal welches Öl von den Sorten, die ich bisher benutzt habe. Also habe ich den einen oder anderen schon mal gesagt, probier mal einen Ölwechsel, bei den einen oder anderen hat es geholfen. Oder nimm mal das Wagner Mikrokeramik. Der Fakt ist trotzdem, ich habe das einigen Leuten mal gesagt, mach das mal. Ich habe aber nie ein Feedback darauf zurückbekommen, was ich ein bisschen schade finde, weil hätte ich gewusst, dass es was gebracht hätte oder gebracht hat, oder vielleicht hat es bei jemandem schon was gebracht, dann soll er mir das jetzt schreiben. Dann würde ich das natürlich den Leuten weitertragen, weil ich habe jetzt in den letzten 3 Tagen 4 Fragen über Hydrostöße klappern bekommen. So, und dann, wenn ich dann eine gute, fundierte Antwort habe von jemandem, dem man schon mal helfen konnte, dann würde ich sagen: So, ey, das hat schon 3 Leuten geholfen, mach das mal. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich das Ganze hier gestalte. Meine Erfahrung ist halt so: Ich habe folgende Öle benutzt, einmal zusammenfassend: Mobil 1, 0W40, New Life, das gibt es leider nicht mehr. Die neue Zusammensetzung ist nicht BMW geeignet und ist nicht so gut, also könnt ihr es streichen. Dann habe ich Motul XS5W40 benutzt, das hat auch noch eine LL01 Freigabe, aber jetzt nicht mehr, da komme ich gleich noch zu, ist ganz, ganz wichtig. Und dann werde ich als nächstes benutzen Rowe Synth RS 5W40, ebenfalls auch ein sehr gutes vollsynthetisches Öl. Habe ich noch nicht drin, Ölwechsel steht an, wird aber kommen. Mit diesen 3 Ölen habe ich aber noch kein Hydroklappern gehabt. Woher das kommt, weiß ich nicht, aber in jedem der 3 Öle hatte ich entweder zu Anfang das Ceratec, danach dann jetzt zweimal das Wagner Mikrokeramik und jetzt das dritte Mal, wenn das dritte Mal kommt, ebenfalls Wagner Mikrokeramik. Also das wird natürlich auch in meinen nächsten Ölwechsel mit reinkommen. Und ich hatte noch nie das Problem. Ich bin echt manchmal, ich bin 3 Monate lang jeden Tag 4 Kilometer gefahren. Kein Hydrostöße-Klappern. Und ich hatte in diesen Zeitphasen auch 1 Monat oder so, locker 1,5 Monate, keine Autobahnetappe. Das längste, was ich gefahren bin, waren mal 16 Kilometer innerhalb von Hamburg. Das weiß ich ziemlich genau, weil ich immer die gleiche Tour gefahren bin. Kein Hydrostöße-Klappern. Ob es jetzt am Wagner Mikrokeramik liegt, weiß ich nicht. Ich habe es, wie gesagt, ein, zwei Leuten mal empfohlen, weil ich kann euch erklären, warum ich das empfehle, überhaupt zu benutzen. Meine Freundin hat einen Golf 1,4 FSI und das Ding, wenn man den kalt startet, klingt grauenhaft nach Schrauben. Das klingt wie Schrauben, die alle im Sack durchgeschüttelt werden und absolut furchtbar. Das Ding kalt die ersten, boah, kann auch in die erste Minute. Ich glaube auch andere TFSI, FSI-Motoren sind die ersten Minuten echt grauenhaft anzuhören. Und seitdem das Mikrokeramik drin ist, ist es tatsächlich so, dass dieses metallische Klappern und Klackern deutlich reduziert worden ist. Jetzt erkläre ich auch warum. Ich muss mal hier auf die Zeit gucken, gleich change nämlich das Video. Ich mache das mal kurz. Das Mikrokeramik hat folgende Funktion und zwar es ist so, dass sich das überall im Motorraum verteilt und ein wenig anlagert, einlagert, wie auch immer. Also man muss sich vorstellen,
Der Öl hat einen Schmierfilm und der Schmierfilm kann abreißen oder er ist zu dünn oder das Öl hat noch nicht die Betriebstemperatur. Dann hat man nämlich genau diese lauten Geräusche, Metall auf Metall, klack, 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 klack und dann geht es halt richtig rund. Gerade bei den Golfdingern. Ich habe den heute draußen kalt umgeparkt, den Golf meiner Freundin. Uiuiuiui. Bin ich froh, dass mein BMW nicht so klingt. Und da ist der Punkt, das Mikrokeramik, wenn es einmal da ist, ist ein super Verschleißschutz. Der Verschleißschutz, den das Mikrokeramik bietet zwischen den Oberflächen, ist echt gut. Ich stand auch bei Wagen an der Reichert-Waage, habe da mal gedrückt und das einfach mal zu fühlen, was das Additiv kann. Oder wenn man das auch sieht bei Piotr, bei dem Tester, der auch an der Waage da rumeiert, sieht man, dass da schon ein erheblicher mehr Druck ausgeübt werden kann. Und genau in diesen Momenten, wo die beiden metallischen Materialien aufeinander treffen und die Schmierung aber noch nicht da ist, die Betriebstemperatur von Öl noch nicht da ist, gerade beim Kaltstart, da muss erstmal Öldruck aufgebaut werden, bis das Öl überhaupt wieder überall verteilt wird. Da ist das Mikrokeramik, wenn sich das da schon angelagert hat, es ist da. Das heißt, der Verschleißschutz ist nicht mehr vorhanden, was dann die Erklärung ist, dass das Geräusch reduziert worden ist. Das ist so einfach mal die ganz grobe Erklärung zu dem Wagner Mikrokeramik in Verbindung mit Hydrostößelklappern. Wie gesagt, ich habe das schon ein, zwei Leuten mal empfohlen, habe aber noch nie darauf ein Feedback bekommen, dass das besser geworden ist. Deswegen weiß ich nicht, probiert es aus und bitte sagt mir, ob das was gebracht hat. Denn ich kann euch nicht helfen, wenn ich das Feedback nicht bekomme oder selber das Problem nicht hatte. Das ist nur so eine logische Erklärung, die ich dazu habe. Nächstes Thema. Oh, das wird entspannt. Jetzt gerade hinzu. Neues Thema werde ich mal ein bisschen anreißen und zwar Freigabe LL01 für Motoröle. Es ist so, dass, oh, muss ich raussuchen, um euch das ganz genau zu sagen. Ich sage es euch ungefähr, wie ich weiß, damit ihr ein Verständnis dafür habt. Das ist das Wichtigste. BMW hat eine neue Spezifikation eingeführt. Wie die sich nennt, ganz ehrlich, habe ich keine Ahnung, weil mich die neuen Motoren da, die Vierzylinder-Turbo-Pusten, mich nicht wirklich jucken. Also bin ich nicht wirklich up to date. Wenn die Ölhersteller jetzt das LL01-Label, die LL01-Freigabe von dem Ölkarton oder von ihren Ölen wegnehmen, kann man natürlich davon ausgehen, dass das Öl nicht mehr geeignet ist oder kompatibel ist oder die Freigabe erfüllt, ganz einfach gesagt. So. Jetzt ist aber von Öl zu Ölhersteller unterschiedlich, wie das Ganze gehandhabt wird. Und zwar einige Ölhersteller haben die Rezeptur geändert, den Namen aber nicht. Und nur das Etikett geändert, dass es keine LL01-Freigabe mehr hat. Das bedeutet, das Öl hat andere Wirkstoffe, das Öl hat eine andere Additivzusammensetzung, das Öl ist nicht mehr so gut, wie es ursprünglich mal war, erfüllt aber dafür die Anforderungen für das neue Öl, aber nicht die Anforderungen für das alte Öl. Ein bisschen kompliziert, weil es gibt immer für bestimmte Baujahresreihen oder für bestimmte Spezifikationen gibt es ja besser geeignete Öle und schlechter geeignete Öle. Und ein moderner Motor aus 2019, 2018 oder sowas hat andere Anforderungen an das Öl als ein Motor aus 2003, 2005, 2006. Und da beginnt genau das Problem. Andere Ölhersteller jedoch haben einfach nur die Spezifikation von ihrem Etikett weggenommen, haben die Rezeptur aber nicht geändert. So, und da ist natürlich jetzt für Leute, die in unserer Position sitzen, die ein gutes LL01 Öl haben wollen, aber gar nicht mehr wissen, wo ist jetzt LL01 drin, ohne veränderte Rezeptur und wo ist die Rezeptur verändert worden. Das ist ein bisschen scheiße. Ich habe jetzt von einigen mitbekommen, dass sie die Hersteller angeschrieben haben, meinten so, hey, wie sieht's aus? Ist das jetzt noch ein LL01 Öl oder nicht? Ich habe die Rezeptur angepasst. Und ich weiß jetzt auf jeden Fall, dass das Motul 5W40 XS nur das LL01 vom Etikett gestrichen hat, aber weiterhin die LL01 Empfehlung besitzt. Also es ist immer noch ein gutes, sehr gutes LL01 Öl, aber es hat nicht mehr die offizielle Freigabe als LL01 Öl. Bisschen kompliziert. Die Rezeptur wurde aber nicht angepasst. Es darf sich aber aus den eben erklärten Gründen nicht mehr LL01 Spezifikationsöl nennen, weil die neuen Anforderungen auch nicht mehr erfüllt werden. Deswegen ist die Freigabe komplett weg. So habe ich das gehört. Ich gucke mal, ob für euch, ob ich das finde, dann würde ich euch das gerne mal einblenden und vorlesen. So, ich habe das mal gefunden, ich lese das mal vor. Sehr geehrter Herr XYZ, vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten. BMW hat für die Abtestung von Motorölen den neuen Motortest N20 eingeführt.
Motoröle, die bis etwa Sommer 2019 die LL01-Freigabe unter dem ursprünglichen N52-Motortest besaßen, haben die offizielle Freigabe mit Anwendungen des N20-Tests verloren. Also, es sei denn, man hat das entsprechende Öl nach dem neuen N20-Test abtesten lassen, was allerdings bei unserem XS 45 aus wirtschaftlichen Gründen nicht geschehen ist. Das heißt, hätte man das Öl an die neuen Spezifikationen angepasst und auch darauf testen lassen, wahrscheinlich wäre es auch durchgefallen, hätte man die Freigabe bekommen können, müssen, so. Aber das haben sie nicht gemacht, deswegen geht es jetzt weiter im Text. Die Zusammensetzung hat sich zudem zuvor offiziell freigegebenen Produkt nicht geändert. Also die Zusammensetzung des Öls ist die gleiche, einfach formuliert. Lediglich die offizielle BMW LL01-Freigabe ist aus oben genannten Gründen nicht mehr auf dem Label aufgedruckt. Also was ich sage, Label LL01 steht nicht mehr drauf, aber es ist ein LL01-Öl mit gleicher und unveränderter Rezeptur. Das ist genau das Wichtige, das ist genau das, was Sie brauchen. Und es geht weiter noch. Allerdings auf dem technischen Datenblatt als Performance-Klasse angegeben und für Ihre Anwendung nach wie vor vollkommen empfehlenswert. Wenn Sie dann noch ein offiziell zugelassenes Produkt wünschen, können Sie alternativ auf unser X-Clean EFE, also so ein super effizientes Wasseröl, 5W30 gehen, ab mit 5W30, zurückgreifen, das auch nach dem neuen N20-Test geprüft wurde und die offizielle BMW LL04-Freigabe hat. Also LL04 ist ja die nächsthöhere nach LL01 und dann dieser N20-Test, wobei das LL04-Öl ja auch schon wieder optimiert ist für viele Dieselfahrzeuge und sowas, wo einfach die Additivierung so angepasst worden ist, dass sie den Dieselpartikelfilter nicht verschmutzt, aber aufgrund von Verschleiß, wie soll ich sagen, von Verschleißreduzierern wieder entfernt worden ist. Das heißt, ein LL01-Öl für Benziner ist immer besser als ein LL04-Öl, grundsätzlich. Dann sagen Sie aber noch, mein letzter Satz, um 5W30 zurückzugreifen. Das nach unserem N20-Test geprüft und für die offizielle BMW LL04-Freigabe besitzt, die komplett auf die LL01-Freigabe abwärtskompatibel ist. Also, was ich eben gesagt habe. So, Motul technischer Support. Deswegen ist ein ziemlich interessanter Punkt. Vielleicht gucken wir mal, welche Öle denn noch gut sind, unverändert worden sind, die LL01-Freigabe haben, aber nicht mehr aufgedruckt oder etikettiert haben als solches. Macht es ein bisschen kompliziert für uns als N52-Leute. Ich weiß es auf jeden Fall, Motul XS5W40, weiterhin LL01, unveränderte Rezeptur, richtig gut, richtig geil, war auch ein Bombenöl. Ich will aber dieses Mal was anderes ausprobieren. In diesem Fall ist es das 5W40 Sünd RS. Es gibt auch ein RSI, was ein Hydrocracköl ist. Ich möchte aber ein reines PAO-Öl. PAO steht für, das sage ich auch nochmal, dass ihr auch mal den Begriff habt. Das ist nämlich ein bisschen komplizierterer Begriff. Polyalphaöl. Digga, was ist das? Ich lasse mal Siri vorlesen. Polyalphaolefinen. Ich weiß es selber nicht. Polyalphaolefin. Ein geiles PAO-Öl. Ich bleibe bei PAO, das ist am einfachsten. Ja, was ein richtig gutes PAO-Öl ist, auch sehr hochwertig, auch sehr gute Rezeptur. Und das werde ich auch in Verbindung mit dem Wagner Mikrokeramik fahren. Ja, ich denke mal, wir haben jetzt schon echt gut Zeit hier gelassen. Ich will das Ganze nicht, dass es in den Rahmen sprengt. Sagt mir mal, was ihr von dem Format haltet, ob euch das irgendwie gefallen hat und ob ihr sagt, jo, den nächsten Kaffee schnappe ich mir auch mit Marc zusammen oder das nächste Essen, aber ich werde jetzt hier nicht essen live. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr sagt Coffee Time und dann sehen wir uns wahrscheinlich das nächste Mal wieder mit einem Kaffee und Erzählungen. Ich habe sogar noch Kaffee über. Vielleicht mache ich den zweiten Teil hinterher, aber das sind so die aktuellen Themen. Ich hoffe, ihr bleibt gesund bei der verrückten Zeit, fahrt vorsichtig, pflegt euer Auto, pflegt euch aber noch mehr, ballert euch einen Kaffee und wir sehen uns im nächsten Video. Also haut rein, Jungs. Peace.